Okay, heute machen wir mal Gitarrenballade. Ich habe mal überlegt, ein Stück von Gary Moore, das Still Got the Blues, habe ich vorige Woche schon als Klaviervideo gemacht und wir wollen das heute mal zusammenspielen. Und ich bin ja ein Freund von diesen Gitarrenballaden, wegen den tollen Akkorden, ob das jetzt von Gary Moore oder Carlos Santana ist. Finde ich ganz tolle Melodien. Und das Still Got the Blues machen wir heute in C-Dur. D-Moll 7. C-Major. Jetzt kommt der schwere Akkord. H-Moll 7 minus 5. Okay, und ich glaube, der Hilmar ist auch hier. Ja, genau. Hi. Da können wir das heute mit Schlagzeug machen. Und ich habe gedacht, dass wir vielleicht irgendwann übernächste Woche das auch mal mit Gitarren machen. Irgendeinen Titel, ne? Mit ja, Uwe. Eigentlich hätten wir das heute schon machen können, aber unser Uwe ist ja in Holland. Deswegen machen wir das heute mal zusammen. Gitarristen sind immer in Urlaub. Genau. Das ist, okay. Wir versuchen es. Wir spielen es einfach mal durch und gucken mal, wie das Ganze so läuft. Genau. Wir fangen ganz jetzt vorne an. Genau das. Thank you.
fand ich jetzt eigentlich schön, ne? Die war nett. Je schlichter man das machen muss, umso schwieriger wird das, finde ich. Also ich für find, mich die können wir jetzt nehmen, dass wir die mal so in die Member Zone nehmen. Ja, genau. Okay, okay. Dass man dazu spielen kann irgendwo. Und es ist genau dasselbe Arrangement wie das YouTube-Video, ne? Ich sag das nochmal, weil das... Ja, ja, ja. Gut. Guckt's euch an. Lasst uns mal wissen, was ihr davon haltet. Ciao. Und Nee. Also hier fehlte der erste Ton. Das ist scheiße. Bei dir oder was? Ja. Bei mir nicht. Hast du auch erste Töne? Ich hab einen. Na, nochmal. Jetzt. Was aber pingelig. Im Grunde genommen ist das ja auch nicht zwei Takte. Du gibst ja nur einen Takt vor. Ja, ich habe einen Auftakt. Es sind zwei Takte. Ja, du hast einen Double-Time-Klick. 1, 2, 3. Oh. Sehr gut. Ja. Im Grunde genommen ist die Nummer in sich so schön, dass man da gar nicht viel machen muss. Könnte ich stundenlang spielen. Ich weiß auch nicht, obwohl das sind so Durchschnittsakkorde, aber das ist so. Ich bin da gar nicht so ein Blues-Fan eigentlich. Das ist gar nicht so mein Ding. Aber die hat so viel Melodie, der Moore hat so viele tolle Sachen geschrieben. So simpel und schön. Gar nicht so simpel, aber immerhin. Aber man kann die auch spielen, ohne dass die E-Gitarre vorkommt. Das kannst du gut am Klavier spielen. Ja, Uwe. Das hat so einen Charme irgendwie. Ja, ja. Sind die vielen Major. Und der Hammer 7 minus 5. Das sagt mir natürlich gar nichts. Okay, wir machen das direkt nochmal. Achtung. Ja, ist okay. Oh, die war so schön, echt. Ah. Wir machen nochmal einen und spielen mal wirklich sparsam jetzt. Ich fand die gut bis dahin. Fandst du mich jetzt nicht sparsam? Soll ich sparsamer spielen? Die Reihe noch am Anfang. Weniger, alles klar. So, dass so die erste Strophe wirklich ganz... Ja, komm, wir machen jetzt mal eine ganz, ganz simple, schöne... Eine coole irgendwie. Also, wir sind immer noch... Irre weit vorne. Ja, 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 ne? Ja. So, dass das Ganze... Komm mal. Einen haben wir noch. Kommt mal rein. Attention, ne? Wir fangen ganz vorne an. Okay. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Die habe ich versülzt, ja, ey. Wo sind wir denn da ausgestiegen jetzt, ja, bitte? War falsch, ja, ich habe den ganzen Schluss verpennt. Oh Gott. Ich kann ihn nicht 50 Mal. Oh, die war so schön. Die war schön, aber wir kommen jetzt in den Modus irgendwie. Merkst du? Cooler, so ein bisschen pennen, ne? Ein bisschen laidback. Wir sind immer noch zu schnell unterwegs. Aber jetzt nicht. Ne? Jetzt war cool. Ja, war besser. Wir machen jetzt nochmal, wir haben eine interessante Entscheidung getroffen. Wir machen jetzt eine gute. Weil wir der Gary Moore eine gute, eine richtige. Hat das verdient. Eine richtige. Der hat das verdient, ja. Okay. Das Problem ist wirklich, wenn du mit dem Klick spielst, du versuchst immer um Klick zu... Wir müssen eigentlich den Klick rum. Ich bin jetzt gerade ausgestiegen, weil ich war irgendwie so gut drauf. Irgendwie, ja, ne? Ja, aber wir müssen halt im Grunde genommen hinterm Klick spielen. Ja. Und so ein bisschen mehr laid back. Wir sind... Ich versuche immer, dich zurückzuhalten. Ja, ich weiß. Ist immer meine Schuld. Da keine Gefangenen. Ist immer meine Schuld. Das ist der einzige Grund, warum es übrigens Schlagzeuger gibt. Die Eins ist damit jemand Schuld hat. Also komm, jetzt. Komm, wir machen nochmal. Aber endgültig. Boah, das konnte ich früher mal echt gut, ne? Echt, warum? Da gibt's doch keinen Grund für.